Ja, nachdem wir schon die ersten Grundlagen für unsere Netzwerke kennengelernt haben, soll es in diesem Kapitel vorrangig um die beiden wichtigsten Protokolle gehen, die wir im Rahmen dieser Veranstaltung kennenlernen werden, nämlich TCP und IP. Verschiedene Beispiele dafür werden Sie sicherlich schon kennen, bei IP die IP-Adresse, was aber genau macht TCP, ein bisschen was haben wir dazu auch schon gehört, genau da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Und die Basis für alles, was wir bisher kennengelernt haben, legt ein Modell, und zwar nicht das OSI-Modell, sondern das sogenannte TCP-IP-Modell oder auch DoD-Modell. Das bildete quasi die Basis für sämtliche Netzwerke und auch die Basis für das OSI-Modell, wie wir es heute kennen. Und das TCP-IP-Modell sehen wir jetzt auch schon auf der Folie. Wir sehen, es sind nur 4 Schichten an dieser Stelle, aber diese 4 Schichten bilden auch schon genau das ab, was wir in unseren Netzwerken kennenlernen. Und zwar war die Idee dabei, dass wir zunächst einmal eine Unabhängigkeit schaffen, und zwar von der verwendeten Netzwerktechnologie, aber auch von der Architektur der in diesem Netzwerk vorhandenen Hosts. Dazu wollen wir eine universelle Verbindungsmöglichkeit schaffen, soll heißen, wir brauchen Standards. Wir schaffen eine Ende-zu-Ende-Verbindung. Das machen wir in der Form von sogenannten Quittungen oder Bestätigungen. Und wir haben letzten Endes auch standardisierte Anwendungsprotokolle, die wir über unser Netzwerk laufen lassen. Ja, und in dieser Aufstellung sehen wir nochmal ganz genau, was da passiert, nämlich auf den beiden mittleren Schichten die beiden Hauptprotokolle, die wir jetzt betrachten wollen, nämlich TCP und IP. Dabei ist zu beachten, dass IP als verbindungsloses Protokoll eigentlich nur die Daten als solches erstmal verschickt mit einem bestimmten Ziel und einem bestimmten Absender. Und dafür Sorge tragen, dass diese Daten auch tatsächlich dort ankommen und nach Möglichkeit auch fehlerfrei ankommen, dafür haben wir eben die Kombination mit TCP, ein verbindungsorientiertes Protokoll, welches eben IP genau bei dieser Problemstellung hilft. Wir sehen auch noch verschiedene andere Protokolle, die im Zusammenhang mit IP stehen. Wir haben dort zum Beispiel ICMP, dabei handelt es sich um das Internet Control Message Protokoll, soll heißen, wenn irgendwelche Probleme auftreten, dann wird genau dieses Protokoll verwendet. Ein relativ bekannter Vertreter aus dieser Riege ist zum Beispiel der Ping oder das Echo-Protokoll. Wir sehen dort ARP, wir haben damit eine Möglichkeit, MAC-Adressen eindeutig zu IP-Adressen zuzuordnen, aber auf dieser Schicht befinden sich eben auch unsere Routing-Protokolle, die eben Wegefindungsinformationen zwischen verschiedenen Routern austauschen können. Wenn wir jetzt mal genau in die Schicht 4 des OSI-Modells oder die Transportschicht im TCP-IP-Modell hineinschauen, dann verfolgen wir mit dieser Schicht und dem darauf laufenden TCP-Protokoll oder auch UDP, an dieser Stelle kümmern wir uns erstmal um TCP, dann verfolgen wir damit verschiedene Ziele und eines dieser Ziele ist eben ein sicherer Datentransport. Wir wollen also sicherstellen, dass die Daten ankommen und dass die Daten nach Möglichkeit auch fehlerfrei ankommen. Es wird dafür gesorgt, dass wir dort ein Multiplexing haben, und zwar im Full-Duplex-Verfahren, da gucken wir gleich nochmal genauer drauf. Wir stellen mit diesem Protokoll einen zuverlässigen, verbindungsorientierten Dienst bereit. Und wie machen wir das? Mit einer Ende-zu-Ende-Kontrolle. Soll heißen, wir schauen, kommen die Daten überhaupt an und kommen die Daten auch fehlerfrei an. Wenn wir jetzt TCP uns als Protokoll mal genauer anschauen, dann sehen wir an dieser Stelle relativ schematisch, was sich eigentlich alles in so einem TCP-Header befindet. Und ganz oben sehen wir schon, das ist für uns vor allem wichtig, sehen wir die Ports. Und zwar haben wir dort einen sogenannten Empfängerport und einen Quellport. Und die darin enthaltenen Portnummern sind eben entscheidend dafür, dass wir unsere Anwendungsprotokolle letzten Endes beim Empfänger auch wieder zuordnen können. Ganz unten sehen wir die Nutzdaten. In diesen Nutzdaten befinden sich dann eben die Daten, die wir tatsächlich übertragen wollen. Alles, was darüber ist, jetzt mal hier blau eingefärbt, ein Bereich, der in der Regel nicht verwendet wird. Alles, was darüber ist, ist eben quasi Overhead, den wir an diese Nutzdaten oder diesen Nutzdaten voranstellen, um weitere Protokollinformationen übertragen zu können. Auch da schauen wir nochmal später in der Übung genauer hinein. Wofür brauchen wir jetzt aber Portnummern? Wenn wir schon mal über das Thema Multiplexing gesprochen haben im letzten Kapitel, dann gucken wir jetzt mal von einem anderen Blickwinkel darauf. Und zwar haben wir natürlich nicht nur verschiedene Kommunikationsteilnehmer in unserem Netzwerk, sondern wir haben auch unterschiedliche Arten von Daten. Genau das wird jetzt hier mal dargestellt. Aus der Wolke kommen also Daten von rechts nach links auf diesem Schaubild, die dann irgendwann an einem Zugangspunkt an unserem Rechner ankommen. Und wir sehen da schon, es sind unterschiedliche Arten von Daten, die sich dort befinden. Wir haben da verschiedene Portnummern, aber immer dieselbe IP-Adresse. Das soll heißen, derselbe Rechner wird mit unterschiedlichen Daten quasi beliefert. Und die Portnummern sind nun dafür zuständig, dass eben unser Rechner diese Daten auch tatsächlich der richtigen Anwendung zuordnen kann. Bei diesen Ports gibt es eben auch verschiedene Festlegungen.
Es geht letzten Endes darum, dass wir einen Multiplex-Mechanismus haben, der für die Verwaltung von verschiedenen Prozessen eben eine gewisse Koexistenz benötigt, und das regeln wir eben über Portnummern. Wenn wir jetzt verschiedene Portnummern uns anschauen, dann erzeugen wir aus der Kombination einer IP-Adresse und einer Portnummer ein sogenanntes Socket. Das soll heißen, die beiden werden eigentlich immer zusammen gesehen, damit eben eine gewisse Zuordnung der Daten zu einem Rechner auf der einen Seite, aber auch zu einer bestimmten Anwendung auf der anderen Seite geschehen kann. Und wir sehen jetzt hier auch schon mal ein paar Standardports, also zum Beispiel für FTP, für Telnet, für SMTP und für HTTP. Wenn wir das jetzt mal in diese Tabelle hier unten einordnen, dann stellen wir auch fest, alle diese Ports, die dort mal aufgeführt sind, die befinden sich in diesem Spektrum der sogenannten Well-Known Ports. Diese Ports sind also fest vergeben für bestimmte Anwendungen. Man sieht schon, das ist eine ganze Menge, das geht also bis 1023, da kriegt man schon eine ganze Menge Anwendungen drin unter. Es gibt noch weitere Ports, die können zum Beispiel auch frei verwendet werden, dazu aber später auch nochmal mehr. Wenn wir uns jetzt also eine Verbindung anschauen zwischen zwei Rechnern, dann stellen wir dort fest, die beiden müssen ja irgendwie erstmal sich kennenlernen. Das geschieht in der Regel über einen sogenannten Drei-Wege-Handshake, der auch im TCP-Protokoll festgelegt wird. Was genau passiert da eigentlich? Nun, der kontaktaufnehmende Rechner sendet zunächst einmal an den Empfänger ein sogenanntes Sync-Zeichen. In diesem Fall ist das die Synchronisation mit der Sequenznummer X. Daraufhin bestätigt im Idealfall der Empfänger den Erhalt dieses Kennzeichens mit einer weiteren Synchronisationssequenz. Und zwar bestätigt er jetzt an der Stelle X, also das, was er bekommen hat, plus 1 und sendet seine eigene Sequenznummer, nämlich Y. Und damit jetzt dieser Handshake abgeschlossen werden kann, antwortet unser ursprünglicher Sender an dieser Stelle noch einmal, und zwar nämlich mit der Bestätigung des Synchronisations der Sequenznummer von unserem Sender, also Y plus 1. Jetzt sind die beiden also miteinander synchronisiert und können anfangen, Daten auszutauschen. Und wie das in etwa aussehen könnte, das sehen wir jetzt in diesem Schaubild. Da kommen auch verschiedene Faktoren wieder mit hinein, die sie schon kennengelernt haben. Das soll heißen, wir haben da zum Beispiel Sequenznummern für unsere Pakete, die auf der anderen Seite hinterher wieder zusammengesetzt werden müssen. Wir sehen dort einen bestimmten Abbruch, soll heißen, bestimmte Daten wurden nicht übertragen. Dann gibt es einen Timeout, auch das haben wir schon kennengelernt, dass die Daten nochmal neu übertragen werden. An dieser Stelle findet also eine komplette Kommunikation statt, inklusive dessen, was wir schon kennengelernt haben, Bestätigungen, Sequenznummern und der Abschluss der Übertragung. Auch das hier haben Sie schon mal gesehen, da geht es um das Sliding Window Verfahren, hatten wir schon drüber gesprochen. Es geht also letzten Endes darum, dass wir nach Möglichkeit nicht im sogenannten Stop and Wait Verfahren, soll heißen, wir senden was, warten auf eine Bestätigung, senden was, warten auf eine Bestätigung, unsere Daten übertragen wollen, sondern nach Möglichkeit natürlich deutlich effizienter und damit wirtschaftlicher. Wir wollen also dafür sorgen, dass mehrere Daten auf einmal übertragen werden können, bevor ich eine Bestätigung erwarte. Das geht in der Regel aber nur dann, wenn ich ein sogenanntes Fenster habe, also ein Sende- und ein Empfängerfenster, wo sich die beiden Kommunikationsteilnehmer darauf einigen können, wie viele Daten sollen denn nun übertragen werden, bevor ich überhaupt eine Bestätigung erwarte. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein, zum Beispiel der Puffer auf der Empfängerseite. Wenn der Empfänger also nicht so viele Daten verarbeiten kann, wie der Sender ihm gerade schickt, dann braucht er einen Puffer. Ist dieser auch voll, müsste man vielleicht sich darauf einigen, dass man eben die Fenstergröße reduziert, so wie wir es hier auf der rechten Seite in unserem Schaubild eben auch sehen.